die Maschine repressive ist so aktiv heute aktiv, wie es niemals war. Und wir können ja nichts dagegen tun oder wir tun dagegen nichts. Deshalb ist das Stück so unglaublich aktuell. Wir können das einfach als Metapher sehen für diese ganze Problematik, was damals zu Kommunismus geführt hat. Was ist die Lösung heute? Das Stück stellt die Frage und wir gehen verzweifelt aus dem Stück, weil wir die Antwort nicht wissen. Aber dass die Liebe, dass die Menschenliebe ein Schlüssel dafür ist, sind wir überzeugt. Ich glaube, gerade in der 20. Jahrhundert, wenn man angesteckt wird von verschiedenen Jazzrichtungen und Entwicklungen, die nach den 50er Jahren gekommen sind, ich denke jetzt gerade in einem Moment die Arrangements von Gil Evans, Miles Davis und so weiter, merkt man, dass die Perfektion ist nicht immer das Schönste. Ja, eine Revolutionsoper, aber es ist nicht ein Bild von irgendeiner Revolution, sondern eine sehr menschliche Perspektive. Was tut man, wenn es schlimmer ist zu leben, als zu sterben mit den Umständen, die man hat? Das hat mich so gegriffen, während ich das gelernt habe und in den Proben. Ich weiß, dass die Leidenschaft, dass es in mir hervorruft, eine Wirkung hatte an meinen Kollegen. Wir haben alle bemerkt, dass wir alle von dem Stoff sehr berührt waren. Und ich glaube, es hat eine sehr positive Wirkung auch in das Gesamte, auch mit dem Orchester zusammen. Denn es ist kein leichter Kost. Es war schwer, technisch ganz viele Sachen hinzubekommen. Aber ich glaube, wenn man leidenschaftlich dabei ist und man hat einen Zweck, und der Zweck ist viel mehr als der Technik selbst, dass man das glaubt. Das Stück heißt Al Gran Sole Cargo d'Amore. Und vollgeladen mit Liebe kommt die Sonne auch genau auf deinen Einsatz.